Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Soulstice. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich denke aber schon, Soulstice. Ja, beim letzten Mal waren wir hier. Da waren wir an dem Portal drin, haben gegen die Bosse gefightet oder gegen die Gegner gefightet. Ich glaube, wir hatten eine Minute Zeit. Da haben wir ja noch in den letzten, oder vor den letzten 7 Sekunden Ablauf haben wir das ja noch geschafft. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier weiter. Schauen wir, dass wir zu diesem Riss da kommen. Hier war, glaube ich, nichts weiter. Okay, gehen wir durch die Tür. Speichert kurz ab. Life must perish. That which is immortal is bound to be reborn. But the Shaper had no hand in your creation. Did he, sweet sisters? You're our observer. I am Layton. I am here to assist you. How exactly? An observer's talents won't be of much help in this fight. Oh, I fight for the Order of the Ashen Blade. My presence here is proof enough of my worth. You, on the other hand, are said to be unstable, unruly, and unwilling to follow orders. Our fame precedes us. But I think you told us. Your shade is speaking. And to me, how quaint. Somehow, your authority as an observer is not enough to silence her. What happened here? A tear opened, clearly. Its cause is unknown. But it's the largest yet seen, and I do believe, getting larger still. I doubt the Order will be able to hide this one from the masses. And once it was open? Many were corrupted, others were possessed. They sought to arrest. The Order did not foresee it this time. That is why you were caught. You and your two comrades. Three chimeras. At least the Ashen Blade is sparing no effort now. Well, two chimeras. And you. So caustic. Where are the others? Strangely, those two did not wish to wait for you. You should hurry. Find them and help them. If you can. Don't scowl at me. I can offer powerful assistance, if you be well. Then let us pray you remain safe. Indeed. May the Torchbearer light your way. May the Judge show you mercy. And may the Shaper grant you fortune in this life. If that's what you can call it. The freight elevators will take you where you need to go. Good. Perhaps you'll prove us all wrong. I will be watching.
Okay, Kollege Layton hier wird uns, glaube ich, helfen, so wie er sagt, Laytons Laden zu besuchen. Okay, gucken wir uns mal den Laden an. Smaragd, Rissplitter, kaufen. In diesem Bildschirm kannst du die nützlichen Gegenstände kaufen. Halte Enter gedrückt, um einen Smaragd, Rissplitter zu erwerben. Okay. Drücke F4, um auf die Seite Fertigkeiten zuzugreifen. Briar Fortschritt. Du kannst jetzt Briars Fähigkeiten verbessern. Drücke Enter, um Briar auszuwählen. Hier kannst du neue Kombos und Fertigkeiten für jede freigeschaltete Waffe erwerben. Drücke Enter, um die verfügbare Verbesserung für den fahlen Beschützer anzuzeigen. Okay. Fähigkeiten. Halte Enter, um wilder Ansturm zu erhalten. Okay, wir haben wilder Ansturm. Schneide dich in Reihe schnellen Schlägen durch die Feinde vor, Verrastung und Synergieangriffe, um Schütze freizuschalten. Okay, der war schon recht teuer. Näher dich dem Feind mit Stoßangriffen. Dann brauchen wir 5000. 5000 für. Was haben wir hier? Donnernder Vormarsch. Okay, die Waffe haben wir aber noch nicht. 4500 Bogenansturm. Was ist das? Also, den haben wir schon. Unaufhaltsamer Aufstieg. Das scheinbar haben wir auch schon. Kenntnis 2. Der fahle Verstecker ist noch wirksamer gegen Schild und Barriere. Sehr stark. Schilde und Barriere kritisch geladen. Schilde und Barrieren. Schwach fliegende Feinde. Okay. Hier sind noch welche gesperrt. Und was ist mit... Okay, Briar. Komme ich auf Loot? F3? Ne, 4. Auch nicht. Fertigkeiten. Briar. Kann ich auf Loot wechseln? Gar nicht. Loot kann ich anscheinend nicht auswählen. Wieso nicht? Er scheint noch gesperrt zu sein. Okay. Ich habe mir jetzt ein bisschen mehr erhofft, dass wir ein bisschen mehr upgraden können, aber das ist ja wirklich nur die Fähigkeiten. Gut, okay. Dann gehen wir weiter. Sprechen. Okay, sprechen. Gestreiche Bemerkung. This is your first time with us as our observer. Indeed. I must have committed some horrible sin to deserve it. Oh, don't be so dodgy. You better get used to my witty remarks anyway. Just as I'll have to accept that I'm stuck there with you. To everyone their penance. So you have the grumpy, the witty, and the wise. Digga, so wie Layton spricht, da scheint er irgendwie ganz schön stark zu sein. A well-thought deal indeed. I'm sure we'll get along just fine. If you say so. May the torchbearer light your way. Gut, weiter geht's. Ah, okay, mit der rechten Maustaste können wir den Hammer benutzen. Nice. Okay, das ist cool. Da gucken wir uns hier eben noch ganz schnell um. Was haben wir hier noch? Ich denke mal, ist das der Ausgang, oder? Na, ich glaube, da gehen wir wieder nach draußen. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht, wir sind jetzt nicht wieder da, wo wir eben waren. Doch, sind wir. Okay, wieder rein.
Gehen wir wieder rein. Gehen wir hier rüber. Hier war ja nichts mehr. Hier, was haben wir hier noch? Okay, hier geht's auch raus. Gucken, ob wir hier bei der Leiter noch irgendwie hochkommen oder so. Ich denke mal eher nicht. Nee. Hier kommen wir auch nicht raus. Gut. Haben wir hier nichts mehr, dann gehen wir hier durch die Tür raus. Ich hatte jetzt noch gedacht, wir können irgendwie den Gesundheitsbalken oder so vielleicht noch ein bisschen länger machen oder verstärken, aber leider geht das irgendwie nicht. Gut. Okay, die Kisten können wir auch nicht zerstören, die hier auch nicht. Gut, da sind wieder welche. Okay, das mit dem Hammer haben wir dann gerade erst freigeschaltet, weil eben hat das noch nicht funktioniert. Oh, hier ist noch. Okay. Gut, hier haben wir nichts mehr. Weiter. Interagieren mit Objekten. Wenn du einen Hebel findest, solltest du mit B damit interagieren, okay? Wir sollten nicht hier bleiben, wieso? Okay, dann. Der Fahrstuhl sieht aber auch richtig unstabil aus. Vor allen Dingen brennt es hier rechts und links. Sehr beruhigend. Okay, jetzt sind wir auf dem Turm oder wo sind wir jetzt? Ja. Dockers Ausblick, Brücke von Wilden Meer. Okay. Okay, müssen wir jetzt hier runterspringen oder? Okay, let's go. Das mit dem Hammer ist richtig nice. Mit dem Hammer. Yes. Nice. So macht's Spaß. Okay, 2900 Rubin. Ich glaube 5000 oder 6000 kostet, glaube ich, die nächste Fähigkeit. Fehlt uns nicht mehr so viel. Hier hoch. Jo. Okay, da komme ich nicht hoch. Jetzt müssen wir hier hoch. Mal eben hier drüben gucken. Oder erst auf die. Oder gehen wir erst auf die Seite. Sind wir jetzt runtergefallen oder was? Na klar. Okay, dann gehen wir nochmal hoch.
steuerungstechnisch schon nicht schlecht. Aber was ich ein bisschen finde, ist die Kamera. Dass das teilweise dann immer so weit weg ist. Das fände ich irgendwie geiler, wenn das alles schön so ungefähr ja, in der Perspektive wäre. Vielleicht sogar noch ein bisschen näher. Und da unten haben wir so ein Smaragd-Dingsbums. Höhlenfragment, okay. Ich würde aber gerne nochmal zurückgehen. Weil da hinten waren, glaube ich, noch Kisten, habe ich gesehen. Die wollen wir natürlich noch einsammeln. Bevor wir jetzt weitergehen. Ich glaube, wenn wir da hinten runtergehen, kann man und da kommt man nicht mehr zurück. So, hier drüben war das nämlich. Warte mal, ja, da. Aber wir müssen sogar hierher. Okay. The freight elevators. Someone blocked them. But that would stop the people escaping. Exactly. They left on their precious ships and left the rest to die. That way they made sure they'd escape. So cruel. Letting others die so they could live. And yet they all died anyway. Cowards. Okay, das heißt also, wir müssen irgendwie klettern bestimmt. Der Aufzug funktioniert ja nicht. Oh, Kisten. Da wäre ich fast dran vorbeigerannt. Ja, dann klettern wir halt. Ich glaube, wir gehen erstmal hier unten noch her. Gucken, ob wir hier noch irgendwelche Kisten finden oder so. Da war ich. Hier haben wir nämlich welche. So. Jetzt können wir gerne hier hochgehen. Da hoch. Ich glaube, da kommen wir nicht hoch, oder? Doch. Okay, nice. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber... gehen noch mal eben hier drüben gucken, ob wir hier noch was Schönes finden. Ah, siehe da. Smaragd-Risskristall. Grüner Chaos-Rückstand aus dem Riss. In Form eines Kristalls. Bei Gebrauch stellt er einen großen Teil der Gesundheit eines fahrenden Ritters wieder. Also wir haben den Kristall jetzt komplett drei Teile gefunden. Hieß es ja am Anfang, finde drei Teile, dann wird er sich vervollständigen. Haben wir jetzt geschafft. Jetzt können wir... so natürlich nicht. Jetzt können wir hier hochgehen. Zack, zack. Zack, zack. Okay, geht's hier noch weiter? Dann haben wir noch Kisten. Ups, stopp. Ah, jetzt ist der Aufzug wieder frei. Okay, nice. Jetzt haben wir... Was war denn hier noch? Hier war da noch so ein schwebendes Ding. Ja, da können wir, glaube ich, nicht hoch. Kann man versuchen? Ne. Okidoki. Dann gehen wir mal zum Fahrstuhl. Ist er jetzt wieder, oder funktioniert er jetzt wieder? Okay, los geht's. Digga, ich würde mich niemals in so einen Fahrstuhl stellen. Da hätte ich viel zu viel Angst vor, dass das ganze
Ding hier einstürzt. Ja, wenn ihr das Ganze unterstützen möchtet, mich und den Kanal, lasst gerne ein Abo da, liked und natürlich nicht vergessen zu kommentieren. Geht ganz schnell und tut auch nicht weh. Ich würde mich sehr darüber freuen. So, wir stehen jetzt ganz oben. Ich will doch gleich bestimmt irgendein Fight kommen. Ja, siehst du, wie gecallt. Okay, komm her. Zack, zack. Oh, wo steckt der andere? Da. Oh, nicht nur einer, sogar drei. Okay, let's go. Ah, ausgewichen. Nice. Der Hammer, der ist auch krass, Junge. Der macht richtig heftig Damage. Ja, geschafft. Wow, Goldrang. Ja, geil. Sehr geil. Jo, 5000 haben wir von den Kristallen. Ich glaube, das reicht sogar schon für die nächste Fähigkeit. Mal gucken wir uns gleich an. Und der Aufzug funktioniert wenigstens. Der Fahrstuhl. Hier ist nichts mehr. Okay, rein da. Rein da. Erst Trophäe erhalten. Ist aber noch ein ganz schön weiter Weg bis zum Riss. Okay, Platin haben wir. Nice, wir sind Goldrang. Das finde ich geil. Herausforderung, Diamant, alles klar. Gesamtpunktzahl. Platin, okay, Gesamtzeit, eher Eisen, aber insgesamt Goldrang. Okay, cool. Weiter geht's. Okay, hier kann man auch trainieren, wie ich gerade sehe hier. Wenn du eine Kampffertigkeit üben und meistern möchtest, kann man im Hauptmenü irgendwo auf Training gehen. Das gucken wir uns später auch vielleicht nochmal an. Okay, weiter geht's. Kapitel 2. Echos der Vergangenheit. Starten wir. I won't. Not again. Sister, stay with me. Come on in.
yet, despite my weakness. That power was immense. It's not your fault. Then whose fault is it? You saw. I almost... If I gave in to the corruption inside me, you'd be lost. I won't allow it. You resisted. No other chimera could have done that. No other chimera would have damned corrupted as a knight, you mean? Sister, that was an insanely powerful aura. And there's something else. I could sense there were two chimeras at the source. I felt their strain, their suffering. They pushed themselves to their limits. It was like a scream in my head. But then all of a sudden... Okay. Are you certain? I can't sense either of them now. And the other aura, it's gone too. Not for good, I wager. We might be the only ones left to fight it. Be on guard then. We may have to deal with it sooner or later. Okay, in uns schlummert anscheinend eine verborgene Kraft. Bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn die sich verwandelt. Weil so wie ich das verstanden habe, wenn wir uns verwandeln würden, würde unsere Schwester, also Luthan, sterben. Na, ich bin gespannt. Okay, hier ist nichts mehr. Ist ja gar nicht mehr so weit zum Riss. Ist ja schon da oben. Kann man ja schon sehen. Aber ich hoffe, Layton kommt vorher nochmal, dass wir vielleicht eine Fähigkeit noch verbessern können. Da geht's nicht durch. Hier auch nicht. Hier geht's auch nicht her. Das sieht schwer nach einem Bossfight aus, glaube ich. Beschwörungsfeld. Loot kann mit himmlischen Objekten interagieren, die nicht in physische Welt gehören, wie zum Beispiel die Kobaltadern. Wenn du Q drückst, aktiviert Loot das Beschwörungsfeld, wodurch sich jedes himmlische Objekt in der Nähe manifestiert. Wenn das Beschwörungsfeld aktiv bleibt, wird Loot erschöpft und ihre Entropie nimmt zu. Die Entropie von Loot verringert sich jedoch, wenn du ein ätherisches Objekt triffst, während es sich im Beschwörungsfeld befindet. Okay. Wenn Loot Entropie ihr Maximum erreicht, wechselt sie in einen Zustand des Überladens. Wenn dies passiert, verschwindet Loot und sie kann ihre Kräfte nicht mehr einsetzen. Sie wird jedoch in wenigen Sekunden wieder an Briars Seite sein. Okay. Drücke Q, um Beschwörungsfeld zu aktivieren. Ah, und dann kann ich die Kristalle zerstören. Ah, okay. Kobalt-Rissrückstand. Blauer Chaos-Rückstand aus dem Riss in Form von Staubsplittern oder Kristallen. Verbessert die Fähigkeit eines Schattens.
Sammle ihn und verwende ihn, um deine Zauber und Talente zu verbessern. Ah, jetzt wird's doch langsam nice. Jo, ich hab ihn. Okay, da ist Loot wieder. Das ist auf jeden Fall nice. Jetzt können wir anscheinend, haben wir auch magische Kräfte und können die auch upgraden. Möglicherweise ist dein Weg durch Trümmer oder andere über das versperrt. Zerstöre sie um den Weg. Okay. Gucken was hier. Hier können wir nicht her. Alles da brennt wahrscheinlich. Let's go. Hier die Kisten nehmen wir natürlich noch mit. Okay, ich würde sagen, wir speichern hier. Sind erstmal für heute raus. Und schauen mal, wie es im nächsten Teil von Soulstice weitergeht. Was es mit dem Riss auf sich hat. Und wie weit es noch bis zum Riss ist. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.